Die Apple Watch Series 4 ist das wohl interessanteste Produkt, was Apple in diesem Jahr bisher vorgestellt hat. Und nun möchte ich euch sie gerne in diesem Review vorstellen. Mehr also wie immer nach dem Intro. Die Series 4 ist meine zweite Apple Watch. Vorher besaß ich die erste Generation, die danach aufgrund eines Garantiefalls durch die Series 1 getauscht wurde. Die Series 4 ist aber auch der größte Hardware-Sprung, den die Apple Watch bisher erleben durfte. Und genau deshalb war ein Upgrade für mich interessant. Und direkt an dieser Stelle kann ich schon einmal sagen, wenn ihr eine Series 0 bis Series 2 habt, dann lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Nun aber erst einmal zu meinem gewählten Modell. Ich habe die spacegraue Aluminium-Variante in 40mm mit GPS und LTE gewählt. 40mm aus dem einfachen Grund, weil ich sehr schmale Arme habe. Da sich das Design verändert und die Displaygröße gewachsen ist, ist die Größe für mich nun ideal. Und da wären wir eben auch schon beim Design. Insgesamt ist die Apple Watch rundlicher, dünner und ergonomischer geworden. Sie wirkt nicht mehr so klobig am Handgelenk. Auf der Unterseite hat sich das Sensorendesign verändert und gleichzeitig wurde für jede Apple Watch Keramik als Material auf der Unterseite verwendet. Die Apple Watch Edition komplett aus Keramik ist dafür aber verschwunden. Mit dem neuen Design, angelehnt an das iPhone 10 und kaum vorhandenen Displayrändern in Verbindung mit einem OLED-Panel, fühlt sich die Apple Watch bei jedem Blick auf die Uhrzeit immer wieder wie Zukunft an. Das neue Design und die größeren Displays sind erwachsener und alltagstauglicher geworden, als es bei den Vorgängern der Fall war. Wie bereits erwähnt, habe ich mich für die LTE-Variante entschieden. Das Einrichten der eSIM ist extrem einfach und man wird durch jeden Einrichtungsschritt geführt. Jeder mit einem Vodafone- oder Telekom-Vertrag kann diese Funktion aktuell für einen monatlichen Aufpreis nutzen. In meinem Fall sind es 5 Euro pro Monat. Nach nur wenigen Minuten ist die Funktion eingerichtet und dann kann sie auch schon direkt genutzt werden. Doch was genau bringt mir LTE in einer Apple Watch? Das iPhone muss nicht durchgehend dabei sein. Das heißt, man kann zum Beispiel joggen bzw. Sport machen, ohne das iPhone dabei zu haben. Dank eingebautem GPS wird der Lauf aufgezeichnet und mit Hilfe des LTE-Moduls ist Musikstreaming über Apple Music kein Problem. AirPods mit der Apple Watch verbinden und loslaufen. Ohne Kabel, ohne nerviges Handy in der Tasche. Und falls man erreichbar sein muss oder es zu einem Notfall kommt, ist es immer noch möglich, mit der Uhr zu telefonieren oder eine SMS bzw. iMessage zu versenden. Und dieses Szenario lässt sich auf alle Aktivitäten übertragen. Im Schwimmbad, im Fitnessstudio, im Kino, beim Einkaufen. Das Handy muss einfach nicht zwingend dabei sein und man ist trotzdem für wichtige Dinge erreichbar. Übrigens bekommt man auch ohne Verbindung zum iPhone WhatsApp-Nachrichten und kann antworten. Nur selber jemanden anschreiben geht aufgrund der nicht vorhandenen nativen WhatsApp-App für WatchOS noch nicht. Wird langsam Zeit, WhatsApp. Und wo wir schon bei WatchOS sind, auf der Series 4 läuft WatchOS 5, welches aber auch für ältere Geräte verfügbar ist. Dieses bietet Group Notifications, wie mit iOS 12, weitere Workouts, Apple Podcasts als native App, die Walkie-Talkie-Funktion, mit der man andere Apple Watch-Nutzer einfach anfunken kann und wie früher mit einem Walkie-Talkie miteinander sprechen kann. Siri wurde intelligenter und vieles mehr. Insgesamt ein gelungenes Update, das aber keine allzu großen Änderungen mit sich bringt. Große neue Änderungen dagegen bringt die Apple Watch Series 4 mit sich. Sie erkennt Herzkrankheiten und warnt dich bei unregelmäßigen Herzaktivitäten. Zudem erkennt sie, wenn du stürzt und ermöglicht das Rufen deiner SOS-Kontakte. Wenn du nicht reagierst, registriert die Uhr das und schickt einen Standort inklusive Notruf an die SOS-Kontakte. Gerade bei älteren Menschen kann diese Funktion auf jeden Fall Leben retten. Auch ist es möglich, mit Hilfe der digitalen Krone ein EKG aufzuzeichnen. Allerdings erscheint diese Funktion vorerst nur in Amerika und wann es dann in Deutschland zu einem Start kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem bietet die Series 4 neue exklusive Watchfaces, eine bessere Akkulaufzeit und mit dem Apple S4 einen Prozessor, der dazu führt, dass die Bedienung der Uhr richtig Spaß macht. Der Akku hält übrigens locker 24 Stunden durch, inklusive einem zum Beispiel 40 Minuten Training und einer kompletten Schlafanalyse. Wasserfest ist die Uhr natürlich auch, duschen oder schwimmen ist damit absolut kein Problem. Ebenfalls erwähnenswert ist noch, dass die alten Armbänder immer noch mit der Series 4 kompatibel sind. Sie passen, wobei sich das Design etwas geändert hat und dadurch leichte Lücken erkennbar sind. Das ist absolut nicht schlimm und stört weder beim Tragen, noch fällt es groß auf. Allerdings kann man, wenn man es doch möchte und es doch einen stören sollte, beim Kauf darauf achten, speziell Series 4 Bänder zu kaufen, die bereits den neuen Anschluss verwenden.
Insgesamt ist die Series 4 ein sehr gelungenes Upgrade der Apple Watch-Reihe. Das Design ist schick, das neue Display bietet mehr Platz für Inhalte und neue Funktionen, runden das Komplettpaket ab. Es ist immer wieder beeindruckend und faszinierend, dass so viel Technik in ein so kleines Gehäuse passen kann und gleichzeitig ein iPhone immer mehr in vielen täglichen Situationen ersetzen kann. Ich möchte die Series 4 auf jeden Fall nicht mehr missen und kann sie wirklich wärmstens empfehlen.